Auf geht's! Unser erstes Sprachrohr, Referente, heute Morgen hat uns bereits mit seinem Vortrag bei der letzten Volition unter anderem mit seiner Leichtigkeit ins Staunen gebracht und uns gezeigt, dass wir wesentlich mehr Einfluss auf das Wetter nehmen können, als wir bisher dachten. Heute aber geht es nicht um Wetterarbeit, sondern um das Thema Selbstermächtigung. Ich weiß, kein neues Thema auf der Volition, aber ein wichtiges und vor allem was neu ist, ist immer die Perspektive. Ja, und wir erfahren jetzt in seinem Vortrag, wie natürlich einfach der Schritt in die Selbstermächtigung sein kann. Ja, das hört sich gut an. Ich finde vor allem, das ist ein guter Einstieg in einen guten Tag. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß. Hier ist Urs Wirz. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen erstmal an die, die online dabei sind und hier vor Ort sind. Ich bin immer wieder gerne hier, weil hier sind einfach nette Menschen. Menschen. Wir gehen heute einen Prozess durch. Ich glaube, mein nächster Vorsitz ist nicht aus der Kamera raus. Wo es um Gesundheit geht und wie ich an die Ziele komme. Weil keiner mag krank sein und es gibt einfache Wege. Und ich zeige euch heute ein paar einfache Wege. Ich werde euch zeigen, wie man so ein bisschen mit den Bäumchen in euch pflanzt, dass der Same aufgeht, dass ihr Schritt für Schritt was machen könnt und Spaß habt. Es geht immer darum, Spaß zu haben. Einer geht gerne zum Doktor. Ich auch. Ich weiß gar nicht, wo der ist bei mir. Wenn man die Afrikaner anguckt, die Pflanzen halt einen Raum, weil sie Essen brauchen, weil es klemmt. Und wir hängen manchmal in der Untätigkeit, weil wir einfach zu viel Food kriegen und kommen nicht ins Tun. Wo bist du drin und was ist in dir? Wir sind in der BRD und die ist in uns manifestiert. Dabei ist die BRD das Unwichtigste, was es überhaupt gibt. Absolut das Unwichtigste. Ihr wollt alle wachsen. Wir wollen wachsen. Und das System will die steuern. Wir wollen raus aus dem Ganzen und wir wollen für uns klar werden. Und dann wirst du geprägt mit dem ganzen Gerümpel. Schule, Kindergarten, Studium. Ein Freund von uns hat mal zu einem Kunden gesagt, wie lange musst du studieren, bis du so blöd bist? Ihr habt alles Wissen. Das Wissen ist in euch, ihr könnt alles abfragen. Und dann nehmen wir noch so viel Kram nebenher auf. Radio, Fernsehen, Werbung, Klimapropaganda, Kriegspropaganda. Das brauchen wir alles nicht. Ich habe am 19.01.2001 den Fernseher ausgeschaltet. Und wenn ich heute in den Baumarkt gehe und das Radio läuft, nervt mich das nur. Es nervt ohne Ende. Die, die noch in der Blüten sind, wie das linke Menschen, das nur noch rennt, das die ganze Zeit rennt. Wir rennen und rennen und kommen nicht ans Ziel. Und wir müssen da unten hinkommen, dass du mal in Ruhe da sitzt, für dich reflektierst, was willst du überhaupt? Wenn du nicht rauskommst aus der Mühle, wenn du 50 Telegrammkanten liest, hast du Unmengen Infos, die bringen dich in die Ohnmacht. Schau dir das, was du brauchst, und setz es um. Nicht warten, bis was kommt. Der Einzige, der tut, nur du. Wenn ich nichts tue, passiert auch nichts. Und was machen wir jetzt, wenn wir kein Ziel haben? Wir machen ganz einfach was. Wir schauen, wie wir den ganzen Kram loskriegen. Wie haben es die Briten geschafft? Wie haben die Inder die Briten losgekriegt?
haben bei denen nicht mehr eingekauft und dann fällt das System zusammen, weil keine Energie mehr reingeht. Und unsere Briten, das ist die FWO, das ist die Muppet-Show in der Politik, du kannst sie alle in einen Sack stecken und aufhauen, du triffst immer den richtigen. Jeder hat es der Firma und die ganzen Nachrichten halten dich wieder in Ohnmacht. Wenn du 4 Wochen keinen Namen hast, es fehlt, weil du fängst mit eh nichts an, außer dass es dich voll. Wenn wir nicht mehr zu den Ketten gehen, zu den großen Ketten und da einkaufen, sondern lokal vor Ort, Landwirt wird das Wichtigste werden, was wir kriegen. Ich frage jeden Landwirt als erstes, isst du, was du produzierst? Da kriege ich solche Gesichter. Manche sind extrem wackt. Was? Manchmal ein bisschen, ja. Wir müssen schauen, dass wir die fördern, die uns wichtig sind. Das heißt, die Landwirte, die kleinen Läden, die deutschen Produzenten. Wir müssen nicht mit dem China-Wetter saustimmen. Wir brauchen unser Material, weil das gibt es hier. Und ihr geht mal in den Edeka, dann hat es auf einmal 3 Reihen Tierfutter. Und dann alle anderen Produkte werden immer dünner. Das spielt weiter, bis es an die Wand fahren. Also lasst uns eine Gemeinschaft bauen. Und das können nur ihr alle, nicht ein Einzelner. Wenn wir eine Gemeinschaft bauen oder wenn wir noch nicht wissen, was wir tun sollen, dann laden wir einfach die Geister mit ein, uns zu helfen. Vorher müssen wir aber schauen, wo kommt unser Antrieb her. Jeder kennt Kinder, die springen morgens rum, den ganzen Tag, haben immer Spaß. Und abends sind sie müde und denen geht's gut. Woher kommt der kindliche Antrieb? Der kindliche Antrieb kommt von einer bestimmten Energiequalität, die sich bei uns im Körper, im Zellwasser manifestiert. Wenn das Maximale im Wasser ein Wert von 30.000 wäre, dann kommt bei euch aus der Leitung noch von 20. Kommt nichts raus. Jedes Wasser, das durch eine Leitung fließt oder das durch einen Filter gepresst wird, ist vielleicht chemisch rein, aber es trägt keine Energie mehr. Es trägt nicht die Energiequalität, die wir brauchen. Es gibt Energien, die treten an Kraftplätzen auf. Und genau diese Energie ist in gutem Wasser drin, in gutem Quellwasser. Und dieses Quellwasser erhöht bei uns nach und nach die Energie im Körper und macht den natürlichen Antrieb. Wenn wir dieses Quellwasser wieder in so einen 13er Kreis stellen, in so einen 3x13er Steinkreis, das sind Steine, die werden im Feuer erhitzt. Kieselsteine mit einer weißen Linie, die werden im Feuer erhitzt und dann, wenn sie glühen, abgeschreckt, dann kriegen die einen Puls. Und über die Form der 3x13 erhöht es die Energie in dem Wasser. Und wir haben das probiert mit Hacheneiwasser, mit Leitungswasser, mit gefiltertem Wasser, mit gerührt und geschütteltem Wasser und mit Quellwasser. Und das Einzige, wo es funktioniert, ist Quellwasser. Da geht es richtig hoch. Dann haben wir einen Freund, der arbeitet körperlich, der ist paar in die 60 und der hat den Antrieb. Der trinkt nur Quellwasser, nimmt ein bisschen CDL und das Quellwasser steht immer im 3x13er Kreis. Ist unfassbar gut und einfach. Ihr müsst nichts denken dabei, ihr macht es einfach gut. Jetzt wollen wir ein Ziel erreichen. Wie kriegen wir ein Ziel? Wenn ich keine Lust habe oder nicht weiß, was ich will, dann lade ich einfach den Geist der Inspiration ein, morgens. Ich lade ihn ein und wenn er da war, abends bedanke ich mich dafür, dass er da war. Das mache ich so lange, bis ich mein Ziel habe. Und dann lade ich den nächsten Geist ein.
Ich habe 2015 meinen Job glücklicherweise verlassen oder verlassen worden. Und 2016 im Januar habe ich überlegt, wie es finanziell weitergeht. Dann sagt ein Freund von mir aus Paraguay, lad doch den Geist des Reichtums ein. Und dank dich abends, dass er da war. Das kommt von einem Amerikaner, der heißt Raymond Grace. Und das habe ich gemacht. Und nach 2 Wochen kam ich sonntagsabends nach Hause. Dann war in der Zeitenschrift ein Artikel über mich drin, ein kleiner. Und ich war auf einer Veranstaltung, wo ich auf der Bühne war. Und die nächsten Monate hatte ich mindestens 20.000 Bestellungen jeden Monat. Damit war die Arbeit getan. Holt euch die Hilfe aus der geistigen Welt. Du musst es nur tun. Einladen und abends danken. Du kannst dir den Geist der Gesundheit holen, den Geist, der dir die Fragen beantwortet. Wir machen das immer wieder. Und manchmal, so gibt es dafür einen, es gibt immer einen. Einfach tun. Wenn du mit dem Ziel anfängst, sagen manche, das kann gar nicht gehen, das geht nicht. Die Sahara grün machen. 15 habe ich die erste NHS gebaut. Hier im Raum sitzen Ilse und Elmar irgendwo. Mit denen habe ich da hinten. Mit denen habe ich die erste NHS für jemand anders gebaut. Die haben mich dazu gedrängelt. Vor 7,5 Jahren. Und so ging das Ganze los. Im letzten Jahr wurde viel auf den Kanaren aktiviert und in Mali. Und dann hat es über die Westsahara und über Mauretanien ungewöhnlich viel geregnet auf der Verbindung. Und dann sehe ich den Artikel in der Frankfurter die Sahara ergrünt ein bisschen. Und dann schreiben sie, weil es mehr CO2 ist und bla 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 bla. Natürlich ist es mehr CO2, weil mehr Pflanzen da sind. Jede Pflanze produziert nur CO2. Jedes Ziel, wo du dran bleibst, bleib einfach dran. Es ist nicht abzusehen, aber es kommt. Lass dich nicht abbringen von jemandem, das geht nicht, du nicht. Doch, gerade deshalb. Ich weiß noch, wie sie mich im Geschäft immer ausgelacht haben. Was der macht. Die sitzen heute immer noch da. Jedes Mal, wenn ihr Gegenwehr kriegt oder wenn irgendwas passiert, was euch Stress macht, dann will der Körper flüchten. Jedes Mal. Und diese Fluchtreaktion speichert sich in einer Körperverdrehung in der Muskelkette ab. Es kommt immer, immer, immer zuerst die Ausweichreaktion. Jedes Tier flüchtet zuerst. Wenn es nicht flüchten kann, kämpft es. Und wenn es nicht kämpfen kann, stellt es sich tot. Und die Speicherung ist immer der Fluchtmoment, rechts oder links. Und genau diesen Moment, man sieht es auf dem Bild, die beiden drehen sich zueinander. Diese Haltung bringt deine alten Themen wieder nach oben. Jedes Mal. Und manche Leute meiden eine bestimmte Körperhaltung, weil sie da was erlebt haben. Wenn die Leute im Gehirn untersuchen und messen, finden sie nie eine Speicherung. Aber wenn wir die Menschen angucken, die älter sind, die werden immer kleiner, weil die Muskelspannung immer größer wird, weil da Speicherungen drin sind. Schaffen wir es, diese Muskelkette zu entstressen, geht der Körper wieder hoch. Und ich bin wieder so groß wie mit 18. Hier auch. Habt ihr Lust auf die Übung? Setzt euch mal locker so auf die Kante vorne am Stuhl. Streckt die Beine aus und setzt die Fersen so auf, dass ihr ein bisschen Platz habt zwischen den Füßen. Du im Rollstuhl, machst es einfach mit den Armen. Es geht genauso. Du brauchst nicht mit den Beinen, mach es mit den Armen. Mach es einfach mit den Armen, du. Ihr nehmt eure Beine, wenn die jetzt aufstehen, und dreht beide mal so zur Mitte und spürt die Spannung in den Oberschenkeln. Und du drehst einfach die Arme so und schaust, wie weit geht's. Dann merkst du auch die Spannung.
Und ihr merkt, eine Seite lässt sich ein bisschen mehr drehen und eine Seite dreht sich weniger gut. Und jetzt lasst ihr die Beine wieder locker und streicht hier am Rippenbogen auf den Knochen einmal satt aus. Geht mit dem Zeigefinger so, dass ihr die Augen berührt, unter die Augen, und bewegt die Hand 5-6 Mal hin und her. Die Hand hier. Ja. Genau. Und wenn ihr das gemacht habt, dreht ihr nochmal mit den Beinen. Und dann merkt ihr, dass Spannung wenig. Hier ist der Hauptspeicher, der ist immer betroffen. Und über die Augen machen wir den Reset. Jetzt nimmt sich jeder von euch irgendein Erlebnis aus seinem Leben. Irgendeins, was mal unangenehm war, wo ihr Stress hattet, was ihr euch hättet sparen können. Geht in das Gefühl von diesem Ereignis, und wenn ihr in dem Gefühl seid, dreht ihr nochmal die Füße zur Mitte und schaut, wie ist die Spannung für dieses Ereignis. Dann lasst ihr wieder locker und macht das Gleiche. Ihr streicht am Rippenbogen aus und schubst die Augen. Und es ist zu spüren, wie sich die Energie bei euch löst hier. Jetzt geht nochmal in das Gefühl von dem Ereignis. Wie fühlt sich das jetzt an? Es ist nicht mehr so krass da. Und dann testet mal nach, wie es sich jetzt, wenn ihr im Gefühl seid, wie es sich jetzt dreht. Wenn ihr noch nicht so, wenn es noch nicht so ganz raus ist, dann nehmt ihr genau den Aspekt, der noch drückt, und macht es für den Aspekt nochmal. Einfach nochmal in das Gefühl gehen, Füße drehen, ausreichen, Augen schubsen und nachtesten. Und so einfach kriegt ihr 70-80% von dem Problem weg. Wenn ihr irgendwo reinlauft und ihr merkt schon, ihr kriegt so einen Hals, du weißt gar nicht warum, ob es jetzt der Teppichboden ist oder ob es jemand ist, der da steht, das ist völlig egal, du streichst einfach aus und schubst die Augen. Weil dann bist du schon in dem Stressmoment drin, es wird wieder ein Programm angetickt und wir wollen es ja nur loswerden. Es geht nur darum, es loszuwerden. Wir müssen nicht immer wissen, was es ist. Wenn ihr in der Partnerschaft seid und der eine macht was und der andere hat Stress, der lässt nur seine Socken liegen und die Frau hat Stress, dann gibt es irgendein Ereignis, auf den der Stress zurückgeht. Ich bin mit Angela spazieren gegangen und nehme sie bei der Hand. Ich nehme sie nur bei der Hand während dem Laufen. Und sie kriegt den Vollflash. Dann haben wir an Ort und Stelle das Thema rausgemacht. Und 2 Minuten später sagt sie, jetzt weiß ich, was es war. Sie war so 2,5, 3, hat mit ihren Steinchen gespielt. Und die Mutter kommt vorbei und sagt, komm, wir müssen gehen. Und das Anfassen an der Hand war der Auslöser. Und immer wenn ich Stress habe, habe ich ein Ereignis, auf dem das beruht. Dann muss ich in den Spiegel gucken, dann sehe ich das Problem und dann kann ich es wegmachen. Das ist immer bei mir der, der den Stress hat, weil der hat mal ein Ereignis gehabt, das diesen wieder hochbringt. Und wir wollen es ja nur weghaben. Wenn ihr jetzt abends im Bett liegt und euch kreist irgendwas durch die Birne, dann macht ihr den mit den Füßen, ausstreichen und weg damit. So lange, bis ihr Ruhe habt, bis nichts mehr hochkommt. Wir können noch ein paar Sachen mehr machen. Es gab einen Dr. Samuel West, der hat 1980 mal einen Kurs in Lindau gehalten und hat gezeigt einem Freund von uns, wie man Knochenbruch repariert. Der erste legt nur die Hand auf den Solarplexus, die linke Hand,
und gibt die nächste Hand zum nächsten rüber. Der nächste greift über Kreuz, also kleine Finger auf den Daumen, und man bildet so eine Kette. Ihr könnt es auch machen, einfach 3, 4 Leute hintereinander. Einer legt die Hand am Solarplexus, die linke Hand, links ist die hier. Ja. Wenn man eine Kette bildet und der Letzte legt die Hand auf die Stelle, wo das Körperproblem ist, das kann Nackenschmerzen sein, das kann ein Knochenbruch sein, dann fängt es nach kurzer Zeit an zu pulsen im Körper, wird warm, es kommt in Bewegung und repariert sich. Wir hatten auf dem Kurs jetzt Teilnehmer, da hat sich der Freund einen Zeh gebrochen. Die haben sich zu zweit hingesetzt. Er mit dem Bruch hat so gemacht, die Hand rüber zur Freundin. Die Freundin hat es entgegengenommen und die Hand auf den Zeh gelegt. Und nach 4, 3 Viertel Stunden ist das Pulsen aufgehört und der Knochen war wieder ganz. Das heißt, ihr braucht für viele Sachen nichts. Ihr müsst es einfach tun. Wenn ihr Rückenschmerzen habt, oder manche sagen, dein eines Bein ist kürzer, dann legt ihr euch einfach auf den Boden und legt die Hände versetzt unter die Hüfte, so rum. So oder so. Und bleibt einfach so liegen. Ihr bleibt so 5 Minuten liegen. Und dann gleichen sich die Beine aus, dann wird die Länge korrekt. Haben wir gestern gemacht mit genau einem. Und wie geht's? Sie hat schon lange nicht mehr so gut geschlafen. Gut. Und ich habe sie nicht mal berührt, ich habe sie nur angeleitet, mach das. Und dann war's gut. Wir müssen nicht so viel wissen. Wir müssen es nur tun. Kleinigkeiten und die umsetzen. Stück für Stück. Dann waren wir bei einem Freund. Der hat uns was gezeigt. Das habe ich bei mir in den Blog reingeschrieben. Der hat einen Kopfhörer genommen. Oben in den Bügel hat er eine Kugel reingeklebt. Eine Kugel, die pulst. Sodass die Kugel offen ist noch und oben auf dem Kopf sitzt. Und dann gehst du ein bisschen runter auf der Webseite, sind bineurale Beats und klickst es an. Die Kugel macht einen Puls und nach einer Minute fangen an, du merkst das Kribbeln in den Händen vor, im ganzen Körper. Und es wird lockerer. Das heißt, Gelenke, die nicht so gut gehen, werden beweglicher. Jetzt haben wir jemanden, der ist bei uns Kartenadmin und sitzt jeden Tag 1, 2 Stunden und tippt die ganzen Sachen ein, die aktiviert wurden. Und was macht er? Er lässt halt den Kopfhörer auf. Vorgestern ruft er mich an und sagt, ich erinnere mich jetzt wieder an Sachen, die 50 Jahre her sind. Weil er ist auch schon 70. Weil nach und nach alles wieder aktiviert wird. Nur die Kugel da oben drauf, bineurale Beats, Kopfhörer. Und es funktioniert. Und du musst nicht viel wissen. Du musst es nur tun. Dann haben wir immer wieder das Problem, dass Leute sich die Schlumpfung haben geben lassen. Wir haben angefangen, daran zu arbeiten, wie kriegen wir die Menschen wieder auf ein Level, dass sie normal leben können. Der erste Stress ist der Einstich, links oder rechts. Das ist immer Stress für den Körper, wenn du irgendwo reinpurbelst. Also haben wir diesen Stress rausgemacht. Wir sind noch besser, wir haben noch mehr Ausstreichpunkte und wir positionieren denjenigen so, wie er in der Stresshaltung war, weil es dann rausgeht. Wenn die Impfung gelaufen ist, haben die Nieren keine Energie mehr. Das Nieren-Qi ist quasi weg. Dann machen wir den Stress auf beide Nieren raus, damit hier die Energie wieder fließen kann. Ohne Nieren nichts los. Die Menschen haben immer Entzündungen ohne Ende.
Unserer Testung nach kommt ein Großteil der Stammzellen aus dem Darm und der Teil, der aus dem Knochen kommt, ist nur eine, ich sag mal, eine redundante Funktion. Also machen wir den Stress auf die Stammzellenproduktion im Darm raus, damit wieder was reparieren kann. Dann waren wir bei einer netten Dame im Ausland und die hat gesagt, man könnte doch das Graphenoxid eigentlich in Vitamin C umwandeln, weil das auch nur Kohlenstoff ist. Und wenn der, der da ist und der, der es tut, völlig klar sind, wenn unser Bewusstsein da ist und nicht gerade beim Mittagessen, dann funktioniert das für uns. Dann haben die Menschen, die geimpft sind, bei den Frauen wird hier im Becken Energie abgezogen und bei den Männern hier im oberen Rücken. Wie so ein Staubsauger. Dann haben wir den Stress auf den Andock-Moment weggemacht. Viele der Geimpften sind bei 100 Bovis. Und sind sie auf einmal bei 2000. Und das bleibt oben. Und wir haben den Stress auf den Eingriff in die DNA über das Ganze rausgemacht. Und machen das Handauflegen auf die Stelle, wo eingestochen wurde. Das geht nur mit Menschen, die wollen. Das geht nicht mit jemandem, der sagt, mach mich gesund. Das geht nicht. Wenn jemand den Drang hat, gesund zu werden, dann geht das. Wir hatten Teilnehmer auf dem Kurs, haben wir das gemacht. Wir haben nur so kinesiologisch getestet, wie viel Prozent von dem Graphenoxid war am nächsten Morgen noch da. Und da waren wir bei 40% und am Ende vom Kurs bei 5%. Die Frau hatte morgens über 2000 Bovis, was richtig gut ist für den Status, und sagt uns, nach 2 Jahren hat sie erst einmal morgens nicht husten müssen. Also so hat sich's verändert. Meine Mutter hat das Ding auch gebracht, 2-mal. Dann lief sie so rum und ist völlig weiß ergraut mit ihren paar über 80. Letztes Jahr haben wir ihm den 13er Steinkreis unter das Bett gemacht. Nach 4 Wochen sind wir wieder hingekommen. Da sagt sie, ich habe das unter Bett weggemacht, ich konnte nicht mehr schlafen. Und dass das verweist, wenn es mal so weit ist, ich gehe in kein Altersheim, das mache ich selber. Und fett bist du geworden. Da wusste ich, jetzt ist er wieder richtig. Dann hat sie es weggemacht und wurde natürlich wieder dement. Und es war krass. Spätestens nach 3 Minuten hat sie die gleiche Frage wieder gestellt. Also habe ich ihr wieder gesagt, entweder du gehst mit Spaß, weil sie erzählt seit 3 Jahren, dieses Jahr sterbe ich. Sag ich, Mutter, mach keine falschen Versprechungen. Und es wird nicht, es hat nicht geklappt. Sie will ja. Jetzt haben wir den Steinkreis drunter und noch was, was ich gleich zeige, gemacht. Kommen wieder zu ihr, sie läuft aufrecht. Und ihre Haare hinten, die ersten 3-4 Zentimeter, sind schon wieder ganz dunkel. Wir lachen uns echt kaputt. Aber ihr geht's besser. Was jeder selber machen muss, und das kann dir keiner abnehmen. Wenn du einen Zuckerhype hast, dann mach übers Essen ein bisschen Gerstenmehl drüber. Ein klein bisschen. Und der Zuckerhype ist in ein paar Tagen weg. Der ist einfach weg. Dann hast du keinen Bock mehr auf Schoki. Entgiften, entsäuern über Basen- oder Galvanikbäder ist eine ganz normale Sache. Das kennt auch jeder von euch. Wir machen das mittlerweile mit Eznatron. Du musst aber den pH-Wert messen, weil du sollst nicht über 10 gehen oder am Anfang vielleicht 9,5. Mit Natron erreichen wir das nicht. Bei uns ist es so weit, nachdem wir das 2-3 Wochen alle 3-4 Tage gemacht haben, sitzt du in der Wanne und nach einer halben Stunde wird es dir so heiß, dass du das Fenster aufmachst, weil der Körper wieder in Schwung kommt.
Dann die Entzündungen runterfahren mit dem Hydroxychloroquin. Das ist super, super, super einfach. Haben wir auch in Zypern gelernt. Du nimmst eine Grapefruit und 4 Zitronen. Schälst die, schmeißt alles in den Topf, also alle Schalen, machst Wasser drauf und kochst das 20 bis 25 Minuten. Das ist so ein bisschen wie Bitterlemon von der Bitterkeit her. Wir trinken einfach jeden Tag ein bisschen davon. Und die ganzen Entzündungen gehen weg. Und das ist einfach. Du brauchst keine Apotheke, du brauchst nur gescheites Obst. Die Konditionierung könnt ihr auch so löschen. Wer Interesse hat, wir geben auch Kurse, aber die sind meistens voll. Ziemlich voll. Und ganz, ganz wichtig ist, egal was ihr tut, nicht schnell, schnell, genießt es. Nehmt euch Zeit für euch. Genießt den Moment. Weil wenn du eine Schokolade wie eine Scheibe Brot isst, so wie ich früher, genießt lieber ein Stück. Es tut euch mehr, es tut euch besser. Jetzt zeigen wir noch kurz zwei Sachen. Es gibt so kleine Glaswürfel. Die sind dort. Die habe ich gekauft bei glasperklick.de, heißt die Webseite. Glasperklick. Und wenn man durch die durchstrahlt, bildet sich hier vorne eine bestimmte Qualität von Energie. Das ist die Energie, die auch unser Körperwasser auflädt. Da kannst du eine Weile davor sitzen, als geht es nicht dauerhaft. Ich habe es nachts am Bett liegen, das rate ich euch ab, weil das tut nicht gut, dann ist zu viel. Wir waren auf einem Kurs über Biogenie nach Brahim Karim und der arbeitet seit 40 Jahren über Formen und testet alles aus. Und der hat festgestellt, dass an den Kraftplätzen diese Energie vorherrscht und hat dann einen ganz speziellen Würfel entwickelt mit Signaturen und Zeug drauf, um ein gutes Feld in der Wohnung oder an dem Platz, wo du es aufstellst, zu haben, damit die Energiequalität da ist. Was macht Urs? Da geht es ins Hotel, legt es vors Bett und strahlt durch, weil das schneller geht. Da kann ich die Energie doch direkt dahin schieben, wo ich sie brauche. Diese kleinen Würfel kosten so 4-5 Euro. Bloß der Laden ist schon wieder ausverkauft. Es geht auch ein Klarglaswürfel, dann machst du ihn halt ein bisschen matt. Das braucht nichts kosten. Und viele haben ja eh eine NHS. Von dem her ist es wurscht. Dann gibt es den Steinkreis oder diese kleinen Kegel hier. Die Kegel sind aus Bienenwachs, Agnihotra-Asche und ein bisschen Mineral. Also so wie Basalt. Die pulsen auch. Die kann jeder selber machen, in der Schokoform gießen. Und ich habe den 3x13er Steinkreis so probiert, mit denen oder mit Steinen. Es nimmt sich nichts, es geht beides. Du spürst oben drüber das Feld und es fängt im Körper an zu reparieren. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Medbett baut. Aus den einfachen Sachen, völlig einfach. Wir nehmen das Bett und stellen das Kopfende 10 cm hoch. Das heißt, das Gesamte ist ein bisschen erhöht. Durch die Erhöhung läuft dein Blut viel leichter. Du entspannst viel besser. Manchmal ist die erste oder zweite Nacht anstrengend. Und dann wird es besser. Manche parken ihr Wohnmobil immer hinten ein bisschen hoch, weil sie anders liegen. Unter das Bett machen wir den 3x13er Kreis, ungefähr auf der Höhe vom Rumpf. Da spielt es keine Rolle, ob der so groß ist oder so. Oder die Form macht das Ergebnis. Und wenn die Form passt, dann fängt der Körper an zu reparieren. Wir hatten viele Rückmeldungen,
von einer Dame, die hat geschrieben, ihre Mutter ist dement. Und die hat dann versucht, die Suppe mit dem Messer zu essen. Und die haben den Steinkreis drunter. Und 4 Wochen später hat sie sich selber angezogen, gewaschen, hat keinen Support mehr gebraucht, hat selber gekocht und ihr Zeug alles selber gemacht. Die Steinkreise sind super simpel. Dann seht ihr so einen Würfel um das Bett. Du kannst aktivierte Steine nehmen oder diese kleinen Glaskugeln, die wir im Shop haben, die wir fürs Wasser nehmen. Wenn man 4 Stück, wir haben es einfach an die Bettpfosten gemacht von dem Doppelbett und in so Säckchen 4 Stück mit dem Reißnagel an die Decke gepinnt. Das muss kein perfektes Viereck sein. Ungefähr. In der Natur ist nichts 100%. Es hat alles Toleranz. Dann bildet sich die Form, wo die Energie entsteht, aus. Die Form hat der Ibrahim Karim BG3 genannt. Er nannte halt die Energie so. Dann habe ich Hubert gesagt, der die NHS baut, die Bausätze, mach das mal ums Bett. Und was hat er gemacht? Er ist in seinen Schulungsraum und hat den ganzen Raum gemacht. Woraufhin ein paar Mitarbeiter erstmal den Raum verlassen haben, weil es anstrengend war. Wenn ihr das macht und ihr geht hin und spürt und kommt in das Feld, du spürst den Ansatz wie eine Wand und dann liegst du in einem Energiefeld in der Nacht drin, so dass dein Körper regenerieren kann. Weil wir brauchen die Qualität und nicht nur die Menge. Also das Bett hochstellen, dann den Würfel bauen. Ihr könnt auch aktivierte Steine nehmen, das wird genauso funktionieren. Und den Steinkreis drunter. Was wir noch machen bei uns, wir haben das einfach neben dem Bett liegen und strahlen uns so an. Dann ist die Intensität höher. Die ist dann so hoch, dass ich vorletzte Woche mal 3 Tage eine Stimme hatte, weil einfach Sachen in Reparatur kommen. Und wenn Sachen in Reparatur kommen, ist gut, wenn ihr ein bisschen germanische Heilkunde kennt. Die Menschen rennen immer zum Doktor, wenn es in die Reparatur geht. Wenn die Rückbaureaktionen kommen. Dir wird es warm, du hast Fieber, du hast Nachtschweiß. Die schüttelt es mal oder du musst nachts dauernd auf Toilette. Mit richtig Menge. Und das sind Anzeichen dafür, dass dein Körper repariert. Und die werden nicht in der Schulmedizin gelehrt, wohlweislich. Damit ihr immer wieder hingeht. Zahlen, Zehnerkarte. Das wird nicht in der Schulmedizin gelehrt. Was hat sie gesagt gestern? Ich war schon so oft beim Orthopäden, Osteopathen. Und es geht einfach, wenn du weißt, wann der Körper welche Reaktion macht. Gibt es von eurer Seite Fragen zu dem Ding? Ja? Die Steine, das sind einfach Kieselsteine mit so einem weißen Strich drauf. Die schmeißt du ins Holzfeuer, dass die richtig bolle heiß sind. Dann leuchten die von innen. Und dann nimmst du den mit der Zange den heißen Stein und schmeißt ihn in eiskaltes Wasser. Und das Quarz oder Quarzit wird ein bisschen flüssig und in dem Moment, wo es ins Wasser kommt, kristallisiert es ganz glatt aus und das macht den Puls. Gut. Ja, ja. Mit dem Reißnagel. Alles praktisch und einfach. Gibt es auch das Rezept für die Zusammenstellung der Agni-Hotra-Kegel? Das Rezept für die Zusammenstellung der Kegel? Tanja in der Schweiz baut die. Die kosten nicht viel. Und da gibt es eine Webseite, die heißt Verein Lubon, LUBON.com. Und
die verschickt sie auch, wer sie nicht selber machen will. Und wer sie selber machen will, der nimmt Agnihotra-Asche, Bienenwachs, macht es warm, vermengt es und macht noch das Mineralgemisch rein, also ein bisschen Basalt oder sowas. Und dann hast du was, was einen Puls bringt. Und die aufgestellt in einer bestimmten Form. Das geht noch viel weiter, man kann viel mehr Formen machen und viel mehr erreichen im Körper. Zum Teil auch die Information im Wasser löschen, sind wir gerade dabei. Hallo Urs, ich habe eine Frage zu den Steinen. Ich komme aus einer basaltreichen Gegend. Schwarzer Basalt, Schotter, geht das auch? Ist da ausreichend Kalzit? Nee, du brauchst ein bisschen Calcium drin, Kalzit. Aber Granit kann man nehmen, das gibt es da meistens auch. Granit würde gehen, also schwarzer Granit. Basalt eher nicht. Nee, Basalt ist wieder anders, aber hat eine andere Qualität. Welcher hat der? Basalt ist paramagnetisch. Du könntest zum Beispiel unterm Bett einfach eine Lage Basalt legen und das akkumuliert Energie und dann ist mehr Energie, wo dein Bett ist. Habe ich ein paar Jahre gehabt bei mir. Okay, danke. So. Ja, vielleicht ein Impuls dazu noch. Ich mache es so, dass ich Holzscheiben nehme, also eine Holzscheibe, und die wird dann geviertelt. Ja? Mhm. Und wenn man dann die einzelnen Teile ans Bett tut oder an einen Raum tut, dann kommunizieren natürlich die einzelnen Holzteile, die Viertel, immer miteinander und bauen ein wunderbares energetisches Feld auf. Also man kann es auch so machen, ohne Steine. Ich heiße zwar selbst Stein und liebe Steine und die machen viel, aber das ist irgendwann mal zu mir gekommen und es ist unglaublich gut wirksam und toll. Also ich habe selbst unterm Bett und in meinem Raum, Behandlungsraum, und es ist ja als Idee noch zusätzlich. Sie sagt, dass sie eine Holzscheibe viertelt und in die Raumecken stellt. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und Techniken, die Holzwirbel, die Körperzeichen, all die Sachen, probiert es aus und gebt es weiter. Wenn es alle wissen, ist es kein mehr. Gut. Kommen die Steine an die Decke? Näher ran. An die Decke kommen die vier Steine, aber auch auf dem Fußboden? Ja, genau. Okay. Dass es ungefähr einen Würfel gibt. Ungefähr. Das muss jetzt nicht... Manche machen das ja ganz präzise, aber das hast du in der Natur nicht. Jedes Blatt ist ein bisschen anders. Da ist immer Toleranz drin. Ich habe eine Frage zur Aktivierung der Steine. Wie oft muss man das wiederholen oder reicht einmal? Einmal. Wenn die Steine platzen beim Abschrecken, kann ich die trotzdem verwenden oder müssen es ganze Steine sein? Dann hast du zwei. Was heißt NHS? Das heißt Naturharmoniestation. Das sind die Geräte, das ist die Kleide, NHS 3.0. Die steht in einem Becher und oben drauf ist eine Spule und ist dafür da, damit sie fürs Wetter wirkt. Und die große ist 1,50 Meter, steht im Garten und die bauen einen Torus, ein feinstoffliches Feld auf, damit das Wetter am Laufen bleibt, damit sie keine Stagnation bildet. Das mache ich nur, damit Micha mal laufen muss. Ich habe noch eine Frage, und zwar die drei Zitronen und eine Grapefruit. Da hast du gesagt, die schält man und dann tut man die 20 Minuten kochendes Wasser. Eine Grapefruit, vier Zitronen. Einzelne. Schälen, alle Schalen in einen Topf, Wasser drauf und 20 Minuten bis 25 Minuten kochen. Ah, okay, also ohne den Inhalt sozusagen. Genau. Ach, Dankeschön. Meine Jacke, bitte.
Dankeschön. Urs, noch eine Frage zur NHS. Was mache ich, wenn ich der Station mal Pause geben will? Ein bisschen lauter und näher ran. Wenn ich der Station einmal Pause geben will oder mir, decke ich das dann ab oder kann man das immer stehen lassen? Die kleine kannst du einfach umlegen und bei der großen machst du einfach einen Blecheimer oben drüber. Okay. Dann ist sie abgeschalten. Okay, danke. In manchen Ländern, wo es nicht viel regnet und wo wenig Anlagen stehen, machen Menschen auch, stellen die Anlage hin. Dann gibt es immer so einen Ersteffekt, hatten wir in den Anfängen, so 2015, 2016 auch. Und dann haben im Frankfurter Raum mehrere Menschen sich zusammengetan, haben sonntagsabends die Anlage abgedeckt und mittwochs alle zur gleichen Zeit wieder aufgemacht. Und dann gab es so ein Psch und es hat immer wieder geregnet. Der Zauber ist immer das Miteinander, was zu machen. Wir haben die Edertalsperre gehabt, die lief in 10 Jahren 3 Minuten über. Und dann haben wir eine Wetteraktion gemacht, dann lief sie 3 Tage am Stück über. Weil wenn wir viele was tun, dann tut sich was. Und nicht jeder einer viel, sondern viel ein bisschen. Das bringt viel mehr. Ich bin mit dem schon durch, weil ich irgendwie zu schnell war. Jetzt gebe ich noch ein bisschen einen Überblick, was gerade so wettermäßig geht. Wir haben im Golf von Aqaba die ersten 4 oder 5 von 9 Blöcken drin. Und es hat in den letzten 2, 3 Wochen 3-mal geregnet im Sinai. Die Regenzeiten im Sinai sind so alle 4 Jahre. Völlig verändert. Durch die großen Aktivierungen, die wir auf den Kanaren haben und in Mali, bildet sich eine Verbindung über Mauretanien, Westsahara. Und da regnet es immer wieder. Daher kommt auch der Artikel, die Sahara ergrünt ein bisschen. Durch die Aktivierungen in Spanien und in der Tunesien hat Algerien so viel Regen, wie sie noch nie hatten. Wir sind jetzt noch dran, im Süden von Marokko nach und nach was kriegen, weil der Süden ist noch trocken, da hängt es noch ein bisschen. Dann steht die erste große Anlage in Kenia und es hat so viel in Somalia und bis Äthiopien hochgeregnet wie schon lange nicht mehr. Es kommt alles ein bisschen in Schwung. Ein Paket unterwegs nach in die Mongolei. Da steht schon eine Anlage und die nächsten 3 gehen in die Gobi und 25 Blöcke, um einfach was an Gewässern noch da ist, aktivieren. Jeder See, der aktiviert ist, bildet eine massive Resonanzfläche, wie eine Riesenanlage, bildet Wolken. Das Gleiche, wir haben ein Paket jetzt weg nach Malta. Malta ist mini, aber die komplette Insel wird aktiviert werden. Im Meer rundherum und ein paar Systeme obendrauf. Und dann wird Malta das Ganze nochmal mitpushen Richtung Afrika. Weil alles, was fließt, was nicht mehr staut, hält das Ding im Laufen. Noch was zu der Energiequalität, die wir so erreicht haben im Körper. Als wir das ausprobiert haben, waren wir auf dem Kurs und sind abends um 9, wir waren noch essen und sind dann um 9 abends heimgekommen. Dann ist Angela hoch, hat fürs Wochenende vorbereitet, die ganzen Papierkram für den nächsten Kurs, donnerstags abends, weil wir freitags schon wieder weg sind. Ich habe den Bus ausgeladen, den weg, den nächsten Bus hin, 13 Liegen eingeladen, die Produkte gerichtet, Wäsche gewaschen, den Ofen angemacht und habe mich dann abends um 10 an 180 E-Mails gesetzt. Und auf einmal war es nachts um 2. Überhaupt kein Drang, jetzt muss ich was tun. Morgens um 7 stand ich schon wieder unten, habe die Vögel gefüttert, weil bei mir geht so 1 Kilo Vogelfutter am Tag raus, weil einfach viele da sind. Und dann ging es so, da steht noch was in der Küche, das kurz abgespült, du fängst nicht mehr an, drüber nachzudenken. Wenn die Energiequalität in dir passt, bist du einfach am Tun. Das ist dann nicht mehr anstrengend. Sonst habe ich gedacht, oh, das willst du auch noch machen. Und dann nicht mehr, das ist einfach weg.
wie kindliche Freude. Du gehst ran und machst und machst und machst und machst. Und abends bist du verwundert, was du alles geschafft hast, weil es nicht mehr anstrengend. Und da wollen wir hin. Also jeder, der so einen Teil hat, hat's. Besorgt euch einfach so einen Glaswürfel und legt es auf den Tisch oder tut es dahin, wo er immer steht, wo er durchläuft. Ich habe das bei meiner Mutter neben dem Fernseher gelegt, auf ihren Sessel hin, weil da hockt sie so 2 Stunden am Tag und ihre Energie geht immer weiter hoch. Und die hat nur den 3x3-Steinkreis und das und ist von so auf so und von völlig weiß auf dunkel hinten. Und der eigene Sohn zählt ja normal nichts. Du kannst keinen Ratschlag deiner Mutter geben. Du bist zu nah dran. Ja, ja, während du halt da sitzt davor. Wenn du auch mal aufgeladen bist, ist die Energie in dir, dann läuft's. Ich würde mich nicht als Neuer dauerhaft davor setzen, mal eine halbe Stunde. Und dann geht's darum, wie fühle ich mich? Es gibt ja Menschen, ich habe ja drinstehen, lade ich eine Viertelstunde die Woche auf. Nicht ohne Grund, weil es gibt Menschen, die haben sich die um den Hals gehängt. Und das ist zu stark. Kann man machen, muss man aber nicht. Wenn du das als Neuer, dann fängst du nach einer Stunde an zu zittern, weil es zu viel Energie ist. Das tut nicht gut. Und dann musst du in die Dusche, damit es wieder weggeht, damit du Energie verlierst. Wenn du das, manche wollen immer zwingen, das bringt es nicht. Wir haben angefangen, uns mit der NHS aufzuladen. Erst auf 10.000, dann auf 12.000. Und es braucht immer eine gewisse Zeit, ein paar Wochen zwischendrin, bis du wieder den nächsten Schritt machst. Bis man mal, ich sag mal, die 30.000 erreicht von den Bovis. Dann haben das andere nachgemacht. Und es braucht ein Jahr, bis du so hoch kommst. Du kannst das nicht auf einmal machen. Wenn du das auf einmal machst, ist es zu anstrengend. Es ist schon schön, wenn wir Energie haben. Aber das ist wie wenn dir einer 100 Schnitzel auf den Tisch stellt. Das geht nicht. Aber übers Jahr weg geht es. Also immer Stück für Stück. Gerne. Das Handauflegen, macht das für alles, wo ihr Schmerzen habt und nicht wisst, wo es herkommt und wenn es nicht weggeht. Du kannst auch bei dir selber die eine Hand, die linke auf den Solarplexus, die andere auf die Stelle, wo es wehtut. Und wenn es nachts ist, legst du dich so hin, wie du gut liegen kannst. Das hat Angela gemacht und am nächsten Tag war es weg. Wenn ihr eine große Gruppe seid, könnt ihr euch auf den Tisch setzen, die Hände drauflegen und jeder legt die Hand beim Nachbarn drauf und ihr macht einfach einen Kreis. Und dann merkt ihr, wie das Fließen anfängt und es repariert genauso. Weil es muss leicht sein. Und wenn es anstrengend ist, macht es keiner. Und wenn es leicht ist, machen es ein paar. Die Bilder, die wir hier hatten, sind in einem Keller entstanden, wo wir ab und zu mal Vortrag halten. Und einer hatte Probleme, hat es aber nicht gesagt. Und dann haben sie die Übung gemacht und eine Minute später sagt sie, jetzt ist ihr Nacken wieder in Ordnung. Wenn ihr das mit dem Ausstreichen macht und ihr habt irgendwo ein Problem, körperlich, Nacken, sonst was, dann geh mal in die Haltung, wie es sich am blödesten anfühlt. Und in der Haltung machst du das. Manchmal ist die Haltung dann anders, dann ist es auf einmal so, machst es da nochmal und machst es 2-3 Mal. Das wandert ein bisschen. Und dann ist es oft weg. Nacken. Ja. Das können mehrere Sachen sein. Es kann was Aktives sein, aber in der Regel ist es schon eine Heilungsphase, wenn es abschaltet. Muss man im Einzelfall angucken, kann man so nicht auf die Schnelle sagen. Ihr könnt es machen, 3 Mann rechts, sondern der letzte legt die Hand bei dir aufs Ohr.
Probiert's aus. Weißt du, du kannst die Hand ja auf den Oberschenkel legen und der Nächste legt die Hand bloß so drauf. Und durch das Drauflegen geht es ja die Reihe nach weiter. Die Linke nimmt immer und die Rechte gibt. Das ist wie, wenn dich ein Handymast nervt. Dann gehst du einfach hin und machst ihn rechts drehen mit der rechten Hand. Und das machst du so lange, bis sie ihn abbauen. Hat auch schon funktioniert. Dann möchte ich mich bedanken bei euch fürs Zuhören. Ich bin ja noch da. Ja. Und vor allen Dingen lasst euch nie erzählen, es geht nicht. Es geht immer irgendwie. Und wenn du dranbleibst, findest du das irgendwie. Immer. Und das ist das Schöne. Also ran.